Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Let's Plays Grand Ages Rome mit mir, Gaius Julius Caesar. Leider heute ja mit einer traurigen Nachricht, nämlich mit der Verkündung des Endes dieses Let's Plays. Und leider nicht freiwillig, sondern zwangsweise. Es gibt technische Schwierigkeiten. Ich kann nicht sagen, woran es genau liegt, aber aus irgendeinem Grund auf einmal, nachdem ich so viele Folgen aufnehmen und euch schon zeigen konnte, kann ich nicht mehr oder harmoniert das Spiel nicht mehr mit meinem Aufnahmeprogramm OCam. Da gab es jetzt schon, ich habe es glaube ich schon über 10 Mal probiert und es in verschiedenen Konstellationen, und es gab Abstürze ohne Ende. Ich komme zwar bis hierher, bis zum Kampagnenbildschirm, aber sobald ich jetzt hier auf einen dieser drei Personen klicken würde, dann würde sich das ganze Spiel aufhängen, abstürzen und die Aufnahme wäre auch weg. Ja, es ist sehr schade. Ich hätte gern noch den Rest hier durchgespielt. Ich glaube, das wären nicht mehr allzu viele Missionen gewesen. Wahrscheinlich nochmal ein Kampf zwischen Octavius und Marc Anton. Vielleicht bekomme ich es in ferner Zukunft irgendwann mal wieder hin, dass der Rest auch noch spielbar ist. Und es gibt ja theoretisch auch noch die Augustus-Kampagne. Das Ganze heißt ja Grand Ages Rome, Reign of Augustus. Also es ist ja noch der Zusatzpakt, oder das Zusatzpaket, die Augustus-Kampagne, da können wir mal kurz reinschauen. Ja, aber das möchte ich jetzt auf jeden Fall nicht dann nochmal neu weiter anspielen. Wir haben jetzt sowieso schon ziemlich lang die Hauptkampagne gespielt. Hier könnte man aber in Zukunft auch nochmal eventuell eine Kampagne im Römischen Kaiserreich spielen mit dem Kaiser Augustus und zum Beispiel Krösus oder ähnlichen Leuten, die man dann hier kennenlernen würde. Ja. Deswegen ist das jetzt hier sozusagen erstmal das letzte Video in diesem Let's Play. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt beenden müssen und nicht mehr die letzten Finalmissionen sehen. Es wurde ja dann doch deutlich anspruchsvoller in den letzten Missionen, wenigstens bei einigen. Wir waren aber dann, denke ich, ganz gut aufgestellt mit unserer Julia-Familie. Ich habe, glaube ich, unseren Charakter ganz gut gelevelt und ich hoffe doch, dass wir alle sehr viel Spaß hatten. Ich konnte es leider nicht in der höchsten Qualität zeigen, weil sonst das Spiel es nicht durchgehalten hätte. Und nicht so schön leckfrei gewesen wäre, oder beziehungsweise es wäre noch schlimmer geworden. Deswegen war das, denke ich, hoffe ich mal, ein gutes Konstrukt, eine gute Zwischenlösung, wie ich es gemacht habe. Ich habe das Ganze auch voraufgenommen, um einen Puffer zu haben. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze und es hat euch gefallen. Und das ist jetzt auf jeden Fall nochmal hier die Möglichkeit, im letzten Video mir nochmal ja, eure ganze sachliche Kritik zu äußern. Was fandet ihr gut an diesem Let's Play? Was fandet ihr vielleicht weniger gut? Schreibt das doch alles mal rein. Fandet ihr die Zeit interessant, die Antike, die Römische Republik, der Aufbauaspekt bei diesem Spiel, der Kampfaspekt, da gab es ja vielerlei Dinge, die hier mit dabei waren. Wollt ihr in ferner Zukunft das Ganze nochmal sehen, die Augustus-Kampagne vielleicht? Und ja, das könnt ihr auf jeden Fall alles mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten wird sich zeigen, mit was es weitergeht. Ich meine zum Beispiel eine Kampagne von Scythe City Rome, es ist ja auch ein ähnliches Aufbaustrategiespiel, die gibt es ja schon auf meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr einfach mal nachschauen. Und ja, ansonsten gibt es genügend weitere Aufbauspiele schon auf meinem Kanal. Banished, die Gilde, wenn man das als Aufbau, das ist ja Wirtschaftssimulation, das gibt es auch bei mir. Anno natürlich als das Aufbauspiel schlechthin. Also ich denke, da findet ihr genügend Ähnliches. Wenn ihr die Antike wollt, gerne auch Rome 2 Total War oder viele, viele weitere Dinge. Ja, gut, deswegen sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen, ein kürzeres Abschlussvideo zu Grand Ages Rome. Ich hoffe, euch hat es gefallen und damit endet jetzt dieses Let's Play. Aber wir sehen uns natürlich weiterhin bei meinen neuen Videos, neuen Let's Plays, Livestreams und auf meinem Discord-Server. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, Valle, euer Gaius Julius Caesar.